Ist nicht gleich für den Preis, du musst erstmal mal gucken, wie es. Hallo. Je vous prends en vidéo. Un photographe professionnel qui entend de près les photos. Donc vous aurez des photos. Bonne qualité, très bonne. Non, non, c'est gratuit. Non, faut, comment tu as un phototype, tu as sur la photo, tu payes encore. Die Filons changieren. Und ganz besonders, dass wir das gar nicht, aber leider nicht. Ich freue mich auch, dass Herr Daun da ist, der ebenfalls gleich noch ein paar Worte sagen wird, denn er hat uns sehr geholfen, dass wir diese Fashion Show überhaupt machen können. Der Grund, warum wir das machen, ist ganz einfach. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Programms Südafrika-Begegnungen. Seit dem 3. Mai haben wir ein vielfältiges Programm hier in der Stadt, wo die Oldenburgerinnen und Oldenburger Gelegenheit haben, neue Dinge über Südafrika zu lernen. Also nicht das, was sie schon alles wussten, sondern, glaube ich, überraschende Entdeckungen zu machen. Und ich habe, wenn wir ja schon in den zweiten Durchlauf der Bodenschau sind, mit einigen Passanten auch schon gesehen, die waren ziemlich erstaunt, was Mode heute aus Südafrika bedeutet. Also, Sie können sich das vorstellen, weil ich mit meiner Bürgermeisterin würde ich halt vorher an der Bank sitzen, mich darüber unterhalten, was eigentlich der Hintergrund ist, warum wir das machen. Und das ist ein ganz einfacher Grund, wir wollen Stereotypen ändern. Die Vorstellungen, die wollen wir ändern. Und zeigen, dass es ein modernes Aufgebot in Südafrika gibt. Und das ist bei uns in Oldenburg auch deswegen wichtig, weil wir ja seit einem Jahr auch eine strategische Beziehung zur Population haben. Das ist die Hauptstadt von Niedersachsen seit vielen, vielen Jahren. Und ich freue mich auch, dass sich die Zusammenarbeit in den letzten Monaten auch durch die Vielzahl von Kontakten so gut entwickelt hat. Ich will aber hier gar keine lange Rede halten, denn Sie wollen alle die Models noch anschauen und die Mode, da muss ich leider ein Wermutstropfen sagen. Ich habe schon von einigen gehört, die haben sofort alles kaufen wollen. Das geht leider nicht. Das ist schade, aber vielleicht in der Perspektive gibt es ja hier mal ein Outlet von der Gama, wo man diese Mode kaufen könnte. Ich habe aber jetzt einen Zettel. Der ist deswegen wichtig, weil da stehen alle die Namen und Einrichtungen drauf, denen ich herzlich danken möchte, dass wir diese Show überhaupt machen können. Allen voran Herrn Klaas Daun, der Gama Textiles, hier vor allem Herrn Bester, die müsste hier auch irgendwo sein, ja, da drüben, sie winkt. Dann ja Walter Sisulu University und hier vor allem den Dozenten Busi Nodada und Ronny Sepang. Dann, das Ganze ist ja das Ergebnis eines Fashion-Wettbewerbs und gewonnen hat eben ein studentischer Designer Leo Husa. Ja, ich habe ihn aber am Donnerstag gesehen. Dann BCMM. Dann würde ich gerne danken Integrations-EV und vor allem Herrn Lobe, der hat uns nämlich geholfen, dass wir Oldenburgerinnen und Oldenburger hier auf der Bühne haben.
Die sehen auch alle oldenburgisch aus, wie ihnen sofort aufgefallen ist. Und das zeigt auch, wie vielfältig die Kultur in der Zwischenzeit geworden ist. Danken möchte ich Sami Kati, wenn ich das richtig lesen kann, Herr Hubel, und Business. Und wir sind ja hier an der Hafenstraße. Deswegen möchte ich der Hafenstraßengemeinschaft auch recht herzlich für die Unterstützung bedanken, dass wir auch Teil sein können der Modenschau heute in Bonjab. Aber vor allem, und da erwarte ich einen kleinen, großen, tosenden Applaus, möchte ich allen Models danken, die heute Nachmittag uns begeistern mit dem, was sie anhaben, aber auch insgesamt mit der Art und Weise, wie sie zeitgenössische südafrikanische Mode präsentieren. Herzlichen Dank. So, jetzt kommt meine liebe Bürgermeisterin, Kollegin Außenmacht, die er spricht in seiner eigenen Sprache, sodass wir das auch nicht übersetzen können, aber die meisten verstehen ja Englisch. Thank you very much, Honorable Mayor. The councillors from Buffalo City that are here, Councillor Fahu, Peter, and Councillor Clara, the business community with me here, good afternoon. And as well, citizens of Oldenburg, Oldenburgers, it is a great pleasure for us to be here today, especially to come and showcase our own print in Okyadam. And it's good that we do have Mr. Lem, the owner of the Dagama print in South Africa. It is a pleasure for us because it is a print that is now known as our own in Buffalo City, although it was from Germany. We know that it has a long history of those who visited South Africa in 1800s. They were wearing this kind of a print and felt as Buffalo City let us say it's their own and ask their audience to please support Buffalo City in ensuring that the Dagama print goes to the heights. Thank you very much. Executive Mayor of the Buffalo City now is London. I think it's a very good occasion to celebrate today your partnership. I think in our world only as partners is strong, and therefore I think in South Africa, especially this country, is a wonderful partner. And what I said about the fact that you all the children are overall as a father, and certain colleagues are that seem to be out of the house. But the easiest thing to do is to say, 90. Ich glaube, I hope, out of this partnership will come some results. We are here to be fragile, you know, as our Hilfen in der öffentlichen Verwaltung. Da ist vieles zu machen. Und in Public Management, Community Management, you can exchange knowledge and you can train people. Perhaps coming from your wonderful province to visit the world and from the city of Oldenburg, somebody who takes a shot from my side. Thank you to this. Congratulations on this decision that you've done it now. And therefore, it's a wonderful day. This is now the session. Thank you. Why did you say so? Nobody told me actually. Ready? Thank you. Thank you. Thank you for telling me. Yeah. Them up. Okay, ready? Ready. Yeah. You got. Okay. Yeah. Okay, thanks. In Anlehnung an den König wurde der Stoff zunächst Schuschu und schließlich dann Bisi Schwer Schwer genannt. Ich will schon mal was. Ich will schon mal was. Ich will schon mal was.
Getragen wurden, haben überwiegend aus Indien und den Niederlanden. Später, Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die Bedruckungsmethoden weiterentwickelten, kamen viele Indien aus der Erfindung Sampugasat,
600 Euro. Regardez-moi ici. Produziert durch diesen Vorhang Stoff durch 36 Kunststoffrollen. Die Wände machen dann.